Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem Begriff der Unabhängigkeit. Das ist der letzte Begriff, den wir so elementar noch brauchen, den wir noch einführen müssen. Dann hätten wir den ersten Teil dieser Reihe im Grunde auch schon abgeschlossen. Und heute deswegen halt Unabhängigkeit. Wenn zwei Ereignisse A und B unabhängig sind, dann bedeutet das, dass das Eintreten von dem Ereignis A keine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B hat und umgekehrt. Also, ob jetzt B eintritt, hilft mir nicht oder verändert nicht mein Wahrscheinlichkeitsempfinden für das Ereignis A und umgekehrt. Also ob das eingetreten ist oder nicht, spielt keine Rolle, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ob das andere eintritt. Und das können wir formal mittlerweile auch aufschreiben. Das bedeutet nämlich, dass gelten soll, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist gleich der Wahrscheinlichkeit für A. Also die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn ich schon weiß, dass B eingetreten ist, konditioniert auf B, soll identisch sein mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass A überhaupt eintritt. Also dieses B trägt keine Information, es verändert mein Wahrscheinlichkeitsempfinden für A nicht. Das ist sozusagen erstmal mit dem Formalismus, den wir kennengelernt haben, aufgeschrieben, was wir hier oben in dem Satz gesagt haben. Und rein nach der Definition dieser bedingten Wahrscheinlichkeit folgt dann eben halt auch, dass die Wahrscheinlichkeit für A geschnitten B durch P von B, das ist ja die Definition hier, identisch ist mit P von A. Und wenn ich jetzt das P von B noch auf die andere Seite multipliziere, dann folgt, dass die Wahrscheinlichkeit für diese Schnittmenge identisch ist mit dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Also wenn Ereignisse unabhängig sind, dann ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten identisch mit dem Produkt dieser Schnittmenge, also mit dem Produkt, dass beide gleichzeitig eintreten. Das ist eine Folgerung aus der Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel zu bringen. Sagen wir mal, wir hätten eine Kiste, wo oben so ein Knopf ist und da sind zwei Lampen angebracht an dieser Kiste. In dieser Kiste befindet sich irgendein Mechanismus, den ich nicht kenne. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich irgendwo auf diesen Knopf hier drücke, dann leuchten die linke und die rechte Lampe in zufälligen Farben. Die könnten zum Beispiel halt grün, rot oder blau leuchten und diese rechte hier könnte auch grün, blau oder rot leuchten. Und das ist irgendwie zufällig, also ich kann es nicht vorhersagen, was da passiert. Jetzt kann ich halt eine statistische Erhebung machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach 1000 Mal oder so auf diesen Knopf drücken und einfach durchzählen und halt abzählen, wie häufig die einzelnen Ereignisse vorkommen und denen dann sozusagen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Ne? Also wenn dann zum Beispiel diese Lampe hier 100 Mal grün war, dann würde ich eben sagen, die Wahrscheinlichkeit für grün ist halt 100.000stel oder halt 10%. Ne? Und sagen wir mal, das hätten wir jetzt gemacht und hätten dabei diese Tabelle hier erhalten. Ja. Im Grunde spielt es keine Rolle, aber wir sagen mal, das hier sind die linke Lampe und das hier ist die rechte Lampe. Also die linke Lampe war rot und die rechte Lampe war auch rot und das hat eben eine Wahrscheinlichkeit von 8%. Also das trat irgendwie von 1000 Mal, trat das irgendwie 80 Mal auf zum Beispiel. Ja. Und genauso könnte es ja sein, dass die linke Lampe rot ist, aber die rechte grün und das hat eben eine Wahrscheinlichkeit von 24%, trat also 240 Mal auf aus meinen 1000 Versuchen beispielsweise. Und linke Lampe rot, rechte Lampe blau, das trat eben halt auch 8% Mal auf und so weiter und so fort. Insgesamt war die linke Lampe in 40% der Fälle rot, in 50% der Fällen grün und in 10% der Fällen blau. Ja, und genauso könnte ich mir das für die rechte Lampe zum Beispiel überlegen. Die war nämlich in 20% der Fälle rot, in 60% der Fälle grün und in 20% der Fälle blau. Ja? Und Unabhängigkeit der Ereignisse würde ja jetzt bedeuten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für links rot und rechts rot, das ist diese Schnittwahrscheinlichkeit, dass sich die ergibt als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass links rot ist, das steht hier. Und die Wahrscheinlichkeit, dass rechts rot ist, das steht hier. Also 0,2 mal 0,4. Und das sind eben halt genau diese 0,08. Ja?
Oder eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass rot-grün aufleuchtet, wäre eben halt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es müsste sein, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass links rot ist, das ist 0,4. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass rechts grün ist, das ist 0,6. Und auch das ergibt eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,24 oder 24%. Und so kann ich jetzt im Grunde jeden einzelnen Eintrag dieser Tabelle hier durchgehen und überprüfen und feststellen, dass all diese Randwahrscheinlichkeiten, wenn ich die durchmultipliziere, kriege ich immer genau diese inneren Terme hier. Also auch hier zum Beispiel 0,6 mal 0,5 gibt 0,3. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Lampen grün sind, ist identisch zur Wahrscheinlichkeit dafür, dass die linke Lampe grün ist und die rechte Lampe grün ist. Ja? Also das ist genau das, was Unabhängigkeit bedeutet. Und dementsprechend kann ich schlussfolgern, dass die Lampenfarben unabhängig voneinander aufleuchten. Das also irgendwie, ich weiß zwar nicht genau, wie dieser Mechanismus hier funktioniert, aber es könnte im einfachsten Fall so sein, dass es einfach zwei verschiedene Zufallsmechanismen gibt, die nichts voneinander wissen und der eine steuert die linke und der andere steuert die rechte Lampe an. Ja. Noch ein anderes Beispiel, was ich mir überlegt habe, ist, wir werfen zum Beispiel eine faire Münze, werfen wir dreimal und wir fragen uns dafür, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, nur Köpfe zu sehen. Sofort ist klar, wenn ich diese Münze dreimal werfe, dann sind die Würfe wahrscheinlich unabhängig voneinander, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal Kopf zu kriegen, ist ja losgelöst davon, was beim ersten Mal passiert ist. Ob beim ersten Mal Kopf oder Zahl passiert ist, beeinflusst diese Wahrscheinlichkeit ja nicht. Und wenn wir das also formal ausnutzen wollen, dann definiere ich mir jetzt KI als das Ereignis, das ich im Eatenwurf Kopf erzielt habe. Also K1 heißt im ersten Wurf Kopf und K2 heißt im zweiten Wurf Kopf und K3 heißt eben im dritten Wurf Kopf. Diese Ereignisse sind unabhängig voneinander. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eben dreimal Kopf bekomme, eben halt identisch zu dieser Schnittmenge hier, ne? Der Wahrscheinlichkeit für K1 geschnitten K2 geschnitten K3. Und wenn die halt unabhängig sind, diese Ereignisse, das kann ich ja annehmen bei dieser fairen Münze, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für diese Schnittmenge eben als Wahrscheinlichkeit für oder als Produkt dieser Einzelwahrscheinlichkeiten. Die Einzelwahrscheinlichkeit ist sicherlich ein halb, wenn ich eine faire Münze habe. Es sollte halt 50-50 Chance sein für Kopf oder Zahl. Und das dann eben dann hoch 3 macht ein Achtel als die Wahrscheinlichkeit dafür, dreimal Kopf zu erwischen. Das geht natürlich nur dann so einfach, wenn ich eben annehmen kann, dass die Ereignisse unabhängig sind, weil nur dann kann ich aus dieser Wahrscheinlichkeit dieser Schnittmenge hier so einfach das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten machen. Wenn die Ereignisse, die ich da betrachte, nicht unabhängig wären, dann muss das hier nicht unbedingt gelten, sondern dann muss ich mir tatsächlich halt die Wahrscheinlichkeit für diesen Schnitt individuell überlegen. Aber hier, in diesem Beispiel und auch in dem Beispiel davor, sind die Wahrscheinlichkeiten unabhängig und deswegen kann ich das hier so einfach durchrechnen. Wir werden später in vielen Fällen noch sehen, dass man gezielt versucht, diese Unabhängigkeit herzustellen, um eben diese Multiplikationseigenschaft ausnutzen zu können. Also, dass man sie gezielt versucht, sein Problem so zu modellieren, dass man es eben halt als Kombination unabhängiger Ereignisse darstellen kann, weil dann eben die Mathematik so herrlich einfach wird. Gut, das war es im Grunde auch schon wieder für dieses Video. Wir haben den Begriff der Unabhängigkeit kennengelernt. Im Grunde haben wir geschlussfolgert, dass eben die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge sich ergeben muss als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Das haben wir geschlussfolgert aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit und unserem intuitiven Verständnis dafür, was Unabhängigkeit bedeuten soll. Und wir haben an zwei Beispielen gesehen, wie man einmal überprüfen kann, ob bestimmte Ereignisse unabhängig sind. Und an dem zweiten Beispiel haben wir eben gesehen, wie man die bekannte Unabhängigkeit von Ereignissen ausnutzen kann, um die Wahrscheinlichkeit für diese Verbundereignisse zu berechnen. Gut, das war es im Grunde schon mit dem ersten Teil der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Im nächsten Teil möchte ich etwas konkreter über diskrete Wahrscheinlichkeitsräume reden, wo wir verschiedene Begriffe kennenlernen werden. Wir werden zum Beispiel über Zufallsvariablen reden, Massenfunktionen, Dichtefunktionen reden. Wir werden ganz konkrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennenlernen, die einem in der Praxis so begegnen. Und wir werden immer wieder auch
die Begriffe, die wir in diesem ersten Teil eben kennengelernt haben, immer mehr benutzen und davon einfach, dass die immer mehr ins Blut gehen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare oder Anregungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die unter dem Video einfach kurz postet oder mich anschreibt. Ansonsten freue ich mich auch immer sehr über einen Like. Und bis dahin verbleibe ich erstmal. Ciao, ciao.